Wer hasst mich so? Was habe ich getan, um solchen Hass zu verdienen? Eure Rätsel ermüden mich. Nehmt eure Spielchen und geht. Natürlich, obwohl wir uns noch weiter unterhalten sollten. Ich möchte auch euch auch um etwas bitten, doch dazu ist jetzt nicht die Zeit. Eltern ist in Not, ihr müsst ihn vor seinem eigenen Heiler schützen. Sucht mich auf, wenn ihr wieder mit mir sprechen möchtet. Ich werde in der Nähe des Hauptquartiers der flammenden Faust sein. Ja, Tamoko. Eine geheimnisvolle Frau namens Tamoko hat mir erzählt, dass man Herzog Eltans Heiler nicht trauen kann. Wahrscheinlich ist das sogar die Ursache für Eltans Krankheit. Sie hat über mich auch sehr seltsame Dinge erzählt. Sie weiß mehr, als sie zugeben will. Ich sollte mich in der Zukunft wieder nach ihr umschauen. Sie meinte, sie sei in der Nähe des Hauptquartiers der flammenden Faust zu finden, was ich mehr von ihr erfahren möchte. Wie ihr wünscht. Ja? So, hier können wir mal hoffentlich Zeug verkaufen. Nimmst du uns das Zeug auch ab? Nö. Sprecht! Versucht Schritt zu halten! Dann... Dorn. Alles auf dem Boden damit. So ein schönes kleines Häufchen stapeln. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellt. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. So. Ihr braucht nur zu fragen. Das heißt, wir machen jetzt nochmal einen Abstecher zur flammenden Faust. Und dann gehen wir ins Labyrinth, weil wenn Tamoko im Rücken zu haben, möchte ich auch nicht unbedingt. Wie ihr wünscht. Da ist sie. Ich sehe, ihr habt mich gefunden, wie ich es erwartete. Ich weiß von Dingen, die gesagt werden müssen und die für uns beide von Wichtigkeit sind. Ich stelle nur eine Bedingung und die müsst ihr vorher zustimmen. Ich brauche ein Versprechen von euch und nichts weniger werde ich akzeptieren. Pa, ich gebe gar kein Versprechen ab. Sagt mir, was ihr zu sagen habt und ihr werdet es müssen. Ihr habt mir viele interessante Dinge erzählt, aber ich vertraue euch dir noch nicht. Warum sollte ich ein Versprechen abgeben, wenn ich die Informationen noch nicht habe? Mein Versprechen wird euch nicht schaden, doch wenn ihr es ignoriert, entstehen euch vielleicht Nachteile. Meine Informationen können euch wirklich nur von Nutzen sein. Ihr gewinnt, wenn ihr sie vorher noch nicht kanntet und ihr gewinnt auch, wenn sie euch bekannt waren. Ihr aber keine Bestätigung hattet. Darin besteht eure einzige Option. Stimmt ihr zu oder nicht? Ich kann eure Bitte nicht stattgeben, bevor ich nicht die Konsequenzen kenne. Meine Worte sind für meine Verbündeten bestimmt. Wenn ihr mir das Versprechen nicht gebt, bleiben meine Lippen versiegelt. Nun gut, ihr und Cyborg seid euch sehr ähnlich, was nur natürlich ist. Vielleicht seid ihr gleichermaßen verdammt, auch wenn Cyborg mit voller Absicht auf zu steuern scheint. Ich frage mich, ob sich eure Wege auf andere Weise hätten kreuzen können. Vielleicht nicht. Geschwister kämpfen um die Liebe des Vaters, so ist das nun mal. Wir werden uns wieder begegnen, aber dann nicht zum Reden. Tamoko will, dass ich ihr verspreche, Cyborgs Leben zu verschonen. Dieses Versprechen werde ich niemals geben, nach all dem Ärger. Nach all dem Ärger, den er mir eingebracht hat, wird Cyborg durch meine Hand sterben. Genau. Den Reisenknopf mag ich nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, dann begeben wir uns jetzt ins Labyrinth. Voletta Stiletto, seid dreimal verflucht. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber wenn ihr mit dem zusammenarbeitet, der mich niedergestreckt hat, könnt ihr euch gleich in den Hades aufmachen. Mögen die Geister, deren die dieses Labyrinth gebaut haben, euch hinunterziehen. Bleibt behalten, wir suchen den, der sich Sarivok nennt. Ist er hier vorbeigekommen? Seid ihr verletzt, wer hat euch das angetan? Ich will euch nichts tun, ich bin nur hier, um Sarivok zu finden. Ihr habt all meine guten Wünsche, wenn ihr ihn schnappt. Ist hier vorbeigekommen und hat nur angehalten, um mich ein bisschen mit dem Schwert zu kitzeln. Bösartige Schurke, das ist er. Die Fallen weiter vorn auf dem Weg werden ihm sicher zum Verhängnis. Selbst mit diesem Magier, den er im Schlepptau hatte. Könnt ihr uns wohl an den Fallen auf dem Weg vorbeigeleiten? Nein. Nein, das mache ich nicht. Ich habe noch nie jemanden lebendig aus dem Labyrinth kommen sehen. Nicht, dass ihr nicht überleben werdet oder so. Ich werde ihr Tanz einfach hindurch und habe keine Probleme. Ja, ich warte dann hier draußen und höre von euch, ja? Hab keine Lust, die Untoten zu treffen oder die Schleimmonster, die das Labyrinth sauber halten. Muss auch wieder zu Atem kommen, ihr versteht schon. Wohin führt das Labyrinth? Ich weiß es nicht genau, wo man sagt, dass es unter dieser Stadt noch eine zweite befindet. Vielleicht kann auch so ein arroganter Archäologen-Klugscheißer mehr dazu sagen. Das ist jetzt keine richtige Stadt da unten, versteht mich nicht falsch, sind alles nur Überreste, verständlicherweise. Wenn die Lage von Baldur's Tor so vorteilhaft ist, dann kann man sich schon vorstellen, dass es hier schon mal eine Stadt gab. Mich kümmert's wenig, nicht als totes Zeug da unten, jetzt fort mit euch. Ich verstehe, erholt euch gut. Ja, von mir aus, wir immer sicher gehen, dass ihr diesem Sarivok ein bisschen Stahl zu kosten gebt. Tandem in Exzentris. Okay. Ach hier. Tandemige Exzentris. Offensichtlich hat Sarivok das Labyrinth der Diebe betreten, ein Gewirr von Korridoren, das vor langer Zeit als scheinbarer Fluchtweg errichtet wurde, um Eindringlinge in die Irre zu führen. Es wird von Untoten in Stand gehalten und von Schleimen gesäubert, die wahrscheinlich von einem lang vergessenen zauberkundigen Dieb versklavt wurden. Das Labyrinth führt in die Unterstadt, eine alte Siedlung, die dereinst im Gebiet des heutigen Baldur's Tor stand. Angeblich gibt es da unten nichts weiter als Untote. Das Labyrinth der Diebe wurde vor langer Zeit errichtet und dient heute als scheinbar Fluchtweg, um Unbefugte zu täuschen. Es wird von Untoten gefegt und von Schleim gesäubert. Sie wurden wahrscheinlich von einem lang vergessenen zauberkundigen Dieb versklavt. Angeblich gibt es dort unten nichts weiter als Untote. Das ist derselbe Text wie hier. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, und damit tauchen wir ins Labyrinth ein. Und das Labyrinth ist groß. Ja, Mann, wenn das euer Wunsch ist. Worum geht, wie ihr wünscht? Für euch, aber natürlich, Schätzchen. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Groß und voller Fallen und Monster. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ja, mein Schatz. Mal gucken, wie weit wir vorankommen in dieser Folge. Mit Vergnügen. Hallo, Schleims. Worum geht es dies? Wie ihr wünscht. Mit Vergnügen. Ja, wie ihr wünscht. Alles gegen des lieben Bildes. Oh, auch noch Okergallert.
Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Ja, mein Sch- aber natürlich, Schätzchen. Also das hier ist die schlimme Variante von der Feuerweinbrücke. Worum übrigens. Geht es wie ihr wünscht. Im Vergleich zu Dulags Turm ist es hier drin eigentlich noch relativ harmlos. Für wenn das euer Wunsch ist. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. Vor allem, weil es zum Glück nicht so viele Fallen sind. Wenn das euer Wunsch ist. Oh ja, stimmt, Grünschleim. Das ist stärker als das andere Zeug. Sehr viel stärker. Warum denn ich? Wie kann, wie ihr wünscht. Ich, sicher. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr es euch vorstellen könnt. Worum geht es? Ihr braucht nur zu fragen. Ja? Okay, das kann ich leider nicht. Die Verlangsamung kann ich leider ja, so nicht wegmachen. Wie kann ich? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Tue ich alles. Mit Vergnügen. Das ist übrigens noch der harmlose Bereich. Sprecht. Worum geht es? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aber natürlich, Schätzchen. Ist halt auch geil, dass das ganze Labyrinth aus Holz zu sein scheint. Also es sieht nach Holzverkleidung ja, aus. Wie ihr wünscht. Letztendlich hat es aber irgendwie magische oder elektrische Lampen. Ja, wenn das euer Wunsch ist. Okay, selbst Grauschlick kann wehtun. Wie kann ich helfen? Na, sicher. Ich versucht Schritt zu halten. Komm, nervt jemand anderen. Das wird kein schneller Tod. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für euch. Aber natürlich. So, jetzt fängt es an, hier etwas breiter zu werden. Und ja, man sieht, hier ist kein Weg durch, auch wenn es so ausgesehen hat erstmal. Wenn das euer Wunsch ist. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja, mit Vergnügen. Weil jetzt fängt das eigentliche Labyrinth an. Das hier war nur ein bisschen Vorgeplänkel. So zur Abschreckung. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Mit Vergnügen. Schicksalswachen. Aha. Geht es diesmal, wie ihr wünscht. Noch eine Schicksalswache. Ja, wie ihr wünscht. Was ist es diesmal? Wie? So. Worum geht es diesmal? Das waren zwei Schicksalsbrachen. Wie und ihr ich wünscht. Würde sagen, wir nutzen jetzt auch den Moment und speichern mal. Das wäre jetzt, glaube ich, ja, 36.
Und speichern. Und dann gibt es hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.